Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Yooka-Laylee. Im letzten Part haben wir Rampo besiegt und nochmal gucken wollen, ob wir an seinen Schatz kommen, aber leider hat sich das nicht so ergeben, wie ich es mir erhofft habe. Naja, und eigentlich habe ich gedacht, hätten wir jetzt hier nicht mehr so viel zu tun, weil uns entweder verweigert wird, dass man mit uns redet, wie hier zum Beispiel. Tut mir leid, ich habe mit dir nichts zu tun, Exa. Oder es ist einfach da, wo ich hingegangen bin, nichts weiter gewesen. Aber wir haben ja glücklicherweise noch diese eine Stelle auf diesem hohen Berg, wo wir rein können. Also da, wo wir auch mit der Wetterwolke zu tun hatten. So, ich glaub, das müsste hier noch sein. Ja. Und da wollte ich ja beim letzten Mal extra nicht unten lang. Und hey, es lädt sich nicht von alleine auf. Wo ist denn jetzt bitte schön ein Schmetterling? Ich möchte mich vielleicht vorher noch mit einem Schmetterling eindecken. Ach, es hat sich schon so aufgeladen. Ja gut, ich möchte noch gucken, was hier so drin ist. Und ich denke, danach können wir ein bisschen auf der Hubworld machen. Und ein neues Level anfangen. Weil ja, es gibt ja wieder Backtracking in dem Spiel. Und dann befürchte ich mal, alles, was wir bisher nicht machen konnten, wird noch ausstehen. Und da fällt mir gerade eine Stelle ein, wo ich in der Aufnahme gesehen habe, dass ich da einfach dran vorbeigelaufen bin. Shame on me. Ich hoffe, da komme ich jetzt auch so leicht hin. Ich kann dann auch hier einfach direkt lang gehen. So, Kamera drehen. Und hops. Komm, sei brav. Spring genau dahin, wo ich dich haben möchte. Oh boy, oh boy, oh boy. Fast runtergefallen. Genau, es müsste hier lang gewesen sein. Yep, genau. Da ist das Gitterdingsi. Und dann wollte ich hier hoch und oben nämlich gucken, bei dem einen Riesenschmetterling, wo es danach hier nämlich weitergeht. So. Weil es sah hier nämlich so aus, als würde es weitergehen. Ach und da, das ist echt eine Wand. Aber schon sehr, 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 sehr verlockend. Echt, wenn ich jetzt so lang gucke? Ah, Gott. Aber immerhin, jetzt weiß ich, dass es hier nicht weitergeht, weil es hat mich verrückt gemacht, als ich das beim Bearbeiten gesehen habe und wusste, oh mein Gott, wenn es da doch irgendwie lang geht und ich habe mir das nicht genau angeguckt, was mache ich dann nur? Puh. Aber alles gut. Ja, dann können wir jetzt ins Monument gehen. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Viel zum Rüberlaufen, bis es hier runtergeht. So, und ich habe durch den namenlosen Fan noch etwas Neues gelernt, worauf ich eigentlich auch hätte selbst kommen können. Aber das zeige ich euch, wenn es dann soweit ist. Ach ja, und das war wieder so eine Sache, wo ich mir im Nachhinein dachte, ja, Facepalm, Kyoko, Facepalm. So, im Monument. Aha. Dammit. Gibt es eine Möglichkeit, das Ding vielleicht zu beeinflussen? Moment. Nope, sieht nicht so aus. Es entdeckt uns immer gleich, verpetzt uns. Kaputt kriegen wir es auch nicht. Ach Menno, ich dachte, hier geht was. Oh. Da ist noch so ein komischer Freund. Können wir echt nicht so platt machen? Okay, ich habe mich das eine Mal vielleicht ein bisschen blöd angestellt. Eventuell sollte ich es einfach nochmal probieren.
Na, aber gucken wir erstmal in allen Eingängen vom Monument. Es gab ja, glaube ich, oben noch ein paar, die wir ausprobieren können. Boah, ich krieg gerade voll den Schmacht auf Honig und Brot. Also eigentlich nur auf Honig, aber auf Brot hätte ich den gern und. Hä? Was ist nur los? Warum? Ewigkeiten hatte ich nicht das Verlangen, Honig zu essen. Also würden wir Banjo spielen, hätte ich das ja noch nachvollziehen können, weil klar, es ist halt Banjo, ne? Natürlich steht der auf Honig, aber jetzt einfach so plötzlich? Naja, es ist wie es ist. Und ich werde mir nachher dann natürlich einfach mal ein fettes Honigbrot gönnen. Ach so, hier bin ich jetzt. War hier irgendwo an der Seite noch eine Möglichkeit, wo reinzugehen? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr. Oder einfach da hinten weiter. Das wäre eventuell auch noch mal eine Möglichkeit. Etwas, wo wir unseren Platforming-Skill noch mal so schön zeigen können. Ja, ne, aber es sieht einfach mal viel zu weit aus, als dass wir darüber kommen können. Oh boy. Ja, bei Benjo war das irgendwie immer ein bisschen eindeutiger, wo wir anschließend hin müssen. Vielleicht bin ich jetzt doch einfach zu blöd, aber machen wir das Beste draus. Okay, das Wetter können wir auch noch mal fix ändern. Müssen wir zwar aufpassen, dass wir hier nicht wieder auf den Deckel kriegen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Tu doch einfach so, als hättest du mich nicht gesehen. Was hältst du davon? Genau so. Und jetzt schnell vorbei. Wenn wir was hätten, um direkt von hier aus zu schießen. War natürlich praktisch, dass Kazooie immer ihre Eier am Start hatte. Na, ignorieren wir das Ganze hier erstmal. Und den Geist da hinten natürlich auch. Wir können mit euch alle nämlich nichts machen. Lasst euch nicht stören, ich bin gar nicht da gewesen. Warte, ich höre sie noch, vielleicht laufen sie mir doch noch zu krass nach. Nein. Oh, fällt mir ein. Es soll demnächst, glaube ich, für das Spiel ein Patch geben. Unter anderem soll das Spiel dann, glaube ich, auch für die Switch endlich da sein? Und für alle anderen wird eben unter anderem einiges angepasst, wie die Kamerasteuerung, was ich meiner Meinung nach echt als nötig empfinde. Konnte man da rein? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Das war die Geschichte. Damit sind wir hier nach unten gekommen. So, und beim letzten Mal hatten wir unten Eis. Ich glaube, diesmal versuchen wir mal das Ganze uns mit Wasser anzugucken. Mal 10.000 Mal den falschen Knopf drücken. So habe ich das ja gern. Überhaupt kein Muscle Memory mehr, Kyoko. So, und guckt mal. Die Funktion, die ich die ganze Zeit vermisst hatte. Und warum schießt du denn jetzt nicht? Nimmo hat das ewig in sich getragen. Jetzt bist du es ja los. Oh.
Es gibt also doch ein Fadenkreuz, mit dem wir zielen können. Tja, nur habe ich so selten irgendwas, was man, womit man schießt, der PlayStation gezockt, beziehungsweise mit einem Controller der PlayStation, dass ich natürlich keine Ahnung hatte. Aber naja, nobody is perfect. Oh. Und ich glaube, damit können wir jetzt hier einiges erreichen oder auch nicht. Okay, du tust uns leider wegpusten. Ich muss hoch, ich muss hoch. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Wir trinken gleich. Oh. Ach, zum Glück wird immer noch mal erstmal Schaden abgezogen. Okay, wir haben da unten also einen Schalter. Leute, ich würde mir das gerne unten genauer angucken. Ja, zum Thema Kamera, nicht wahr? Ja. Nix kann man hier sehen. So, gehen wir erstmal runter. Frage, wenn wir einfach geradewegs von oben runtertauchen würden, würden wir dann diesen Schalter treffen können? Es sieht so nicht so aus, als wenn das Wasser weg wäre, dass wir von da oben wieder, beziehungsweise von da unten wieder hochkommen. Ich muss mir das natürlich bei Zeiten nochmal genauer angucken. So. Runter hier, runter hier, runter hier, runter, 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 runter. Nein. Das hat leider keinen Zweck. Okay, dann paddeln wir hier mal weiter und gucken, wo wir noch hinkommen können. Es wäre schön, wenn wir wenigstens ein bisschen Progress mal in dem Part schaffen könnten. Was ist denn mit dir? Du redest nicht mit uns. Du machst aber den Anschein, als könnten wir dich höchstwahrscheinlich gießen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass wenn wir vielleicht die Sprosslinge gießen, wir uns ein bisschen bei den anderen einschleimen können. Aufstampfen können wir definitiv nicht. Ist hier irgendwo Wasser zum Gießen? Nope. Oder? Nope. Sieht tatsächlich nicht so aus. Oder vielleicht doch ein bisschen weiter weg? Was haben wir da hinten? Nope. Ach ja, das blöde Molekül, das muss ja auch irgendwo sein. Ey, eigentlich fehlt noch voll viel. Jetzt bekomme ich irgendwie das Gefühl, dass ich einfach gefühlt alles übersehen habe. Ja, was soll's. Aber wir finden das Molekül schon. Wir haben jetzt nochmal das ganze Level jetzt als Wasserlevel zum Erkunden. Vielleicht werden wir damit irgendwas fündig. Hier ist keine Strömung, oder? Ja. Dann können wir es hier mal. Dreh dich nicht so viel. Und die Wasseransicht ist echt krass. Na, wenn das mal nicht ein paar Leute auf den Trip schickt, die nicht ganz nüchtern dabei sind, das zu spielen. Eieieiei. Nope. Geht's hier raus? Ja, geht's raus. Sind wir bei dem Rextro? Okay.
Frage, gucken wir uns jetzt Rexros Spielkonsole hier direkt an oder heben wir uns das noch weiter auf? Ich glaube, dafür möchte ich ein bisschen mehr Zeit haben und so viel habe ich jetzt auch nicht. Dann gucke ich lieber mal weiter. Ach ja, Real Life. Als ich noch studiert habe, war das alles ein bisschen angenehmer. Die Pflichten waren nicht so krass. Und vor dem Studium hatte ich ja noch eine Pause gehabt, in der ich noch mehr Zeit hatte, einfach nur zu zocken. Tja, und jetzt muss ich dann mal schauen, wann ich was in welches Zeitfenster quetsche. Vor allen Dingen mit der Arbeit. Ich glaube, in den nächsten 5 Minuten werde ich sowieso nichts finden, beziehungsweise nichts Neues anfangen. Also werde ich an der Stelle eine Pause machen. Ich muss ja auch noch kontrollieren, ob der Part überhaupt funktioniert. Also, beziehungsweise, ich habe ja jetzt neue Einstellungen in meinem Aufnahmeprogramm und er nimmt jetzt ab und zu auch einfach mit meiner Grafikkarte auf, aber die soll ja eigentlich nur fürs Spiel genutzt werden. Und daher weiß ich nicht, ob ich jetzt ein paar Lags drin habe. Aber wir müssen mal schauen, was passiert. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Auch wenn jetzt nichts Spannendes oder Nennenswertes passiert ist. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem beim nächsten Mal ein. Und hoffe, dass wir dann auch irgendwie wieder was machen, was uns vorantreibt. Okay, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Liebe Grüße, eure Kyoko.